Ja, servus. Ich habe gerade mit Verwunderung festgestellt, dass EA Sports FC 25 ja schon in weniger als 48 Stunden erscheint, nämlich übermorgen am 20. September. Also ich denke zumindest hier für die EA, wie heißt das, EA Play Abonnenten, wo ich ja als mit Game Pass Abonnent dazugehöre. Deswegen könnte ich es theoretisch am Freitag schon spielen. Dummerweise habe ich Freitag keine Zeit. Und meine große Frage ist ja jetzt auch, wie groß ist überhaupt das Interesse an dem Titel? Bei mir selbst nehme ich so, ich habe das gar nicht verfolgt, wie man ja daran erkennt, dass ich auch gar nicht wusste, wann es erscheint. Gut, es erscheint immer im September oder Oktober, das kann man sich ja schon denken. Aber ich habe die News zu dem Titel überhaupt nicht verfolgt. Ich habe gerade zum ersten Mal eine Nachrichtenmeldung dazu gelesen. Bin auch nicht so ganz Feuer und Flamme. Ihr habt ja gesehen, ich habe letztes Jahr EAFC 24 für circa 6 Wochen gespielt und dann ab Mitte November auch überhaupt nicht mehr angerührt. Bis, ich glaube, in diesem Kalenderjahr habe ich es kein einziges Mal gespielt. Aber dennoch, wenn jetzt, ist ja, ja schlichtweg der größte und bekannteste Fußballtitel der Welt als weitestgehend Fußball orientierter Content Creator wäre es ja schon irgendwie ignorant, das Spiel ja zu ignorieren. Es wäre ignorant, es zu ignorieren, und das möchte ich eigentlich nicht tun, aber andererseits bin ich auch noch nicht so richtig angefixt. Deswegen wollte ich einfach mal die Frage in den Raum stellen: Wie groß ist euer Interesse an diesem Spiel? Werdet ihr es euch kaufen? Wenn ja, für welche Plattform? Und wenn ja, wann? Wenn nicht, warum nicht? Ja, Anstoß 3 ist natürlich nach wie vor hier der Schwerpunkt. Da wird auch noch dran gearbeitet. Darum soll es jetzt aber hier nicht gehen. Ja, freue dich in EA Sports FC 25 auf mehr Varianten, um zu gewinnen. Ich möchte immer gewinnen. Deswegen, vielleicht wird der Titel hier doch eine Rolle spielen. Dann aber erst ab dem, okay, hier steht 27. September. Das ist dann wahrscheinlich der reguläre Release-Termin ohne EA Play-Abo. Also wenn ich es mir zulegen sollte, dann auch frühestens ab Ende September. Jetzt die nächsten Tage habe ich überhaupt keine Zeit dafür. Da ich hier auch gerade noch dabei bin, den Kanal neu zu gestalten, habe ich ja schon mal angekündigt. Die YouTube-Partnerschaftsbewerbung ist noch immer noch nicht raus, weil ich da halt immer noch nicht fertig bin. Das ist alles wahnsinnig aufwendig. Und vielleicht wäre das hier aber ein guter Titel, um dann hoffentlich die YouTube-Partnerschaft im Oktober zu beginnen. Ja, gebt mal euren Senf dazu oder vielleicht auch euren Ketchup. Ja, und jetzt gebe ich zurück an Stefan Raab. Kleiner Tipp, wer Lieferando-Kunde ist und da schon ein paar Punkte gesammelt hat, kann per Lieferando RTL Plus zum halben Preis bekommen für 1 oder 2 Monate. Das habe ich selber noch nicht genutzt, werde ich aber wahrscheinlich machen. Ich habe mir die Sendung vom Raab jetzt heute nicht auf den Plan gesetzt, werde aber wahrscheinlich die Aufzeichnung später oder morgen schauen. In dem Sinne, tschüss, bis bald, macht's gut und schreibt mir mal eure Meinung zu EA Sports FC 25. Bye bye.